raushängt an ihren sehr knappen Top, was sie irgendwie noch nie gewechselt hat. Sieht auch so aus. Über ein Klo fliegen, das ist so widerlich einfach nur. Wir können uns echt langsam mal eine Putze kaufen. Wir haben halt kein Geld, also was soll's. Ey, Aaron ist wieder da. Unser ganzer Stolz ist wieder da. Der wollte ja mal duschen gehen, weil der sich bepinkelt hat. So, der Rest kann keine Ahnung was machen. Pennen gehen, ja. So. Hast du deine Rede jetzt beendet und bist du Level 6? Nein. Du bist einfach nur verzweifelt. Nein, du redest noch. Du darfst ruhig weiterreden. Ja, Hendrik Sommer, komm vorbei. So, cool. Neues Charisma. Und jetzt müssen wir müssen es hier schaffen, mehrere gleichzeitig am Start zu haben. Aber das ist schwerer, als man denkt. So. Du musst heute nicht arbeiten. Kannst ja angeln gehen. Ich habe gehört, Angeln soll voll effektiv sein. Hier, die ganze Familie macht einen Angelausflug. Angeln. Fühlt sich unwohl. Angeln. Alles geht angeln, was bei drei nicht am Baum ist. Angeln. Perfekt. So. Ich hoffe, dass es jetzt, dass sie mal Zwillinge kriegt. Das wäre halt echt effektiv einfach. So, aber sie fängt jetzt eh nichts. Das kann ich jetzt eigentlich schon fast unter Garantie sagen, dass sie nichts fängt. Weil sie so ein bisschen unfähig ist. Ja, hochschwanger und am Angeln. Ich weiß nicht, ob das so positiv für das Kind ist, aber ich glaube, das ist bei ihrem Kind halt auch schon egal. So. Das eine Kind will wieder pennen gehen, dann hau doch ab. Ganz ehrlich, hau ab. Schau, dann gehst heim und schaust, was du da machst. Und hoffentlich wirst du da glücklicher. Okay, dann geh halt nicht heim. Ist ja auch nicht mal ein Problem. Aber sie angelt halt echt überhaupt nichts. Ich versuch's mal jetzt da unten, weil da unten gibt's ja noch einen anderen Angelpoint. Oder da wachsen Champignons, die sind immer sehr lukrativ. Ey, sie hat 20 Gold gefangen. So praktisch. Hier erntet er mal alles. Ernten ist auch gut. Ist auch Geld. Wir wollen doch irgendwann mal ein bisschen Luxus haben. Cool, sie ist kokett. Das ist, will man jetzt nicht erreichen. Vor allem nicht, wenn man schwanger ist, glaube ich. Hier graben. Boah, das können wir uns klauen. So, hier hinten haben wir so einen Stein, den kann man, glaube ich, auch hacken. Und dann kann man hier angeln. Vielleicht gibt es hier coolere Sachen, so Abflussfische oder so. Auf, auf! Ich hoffe irgendwie, dass sie Geld mit heimbringt, weil wir haben gerade nicht so viel. Nicht so viel ist jetzt noch untertrieben. Ey, sie hat eine Schatzkarte ausgegraben, wie cool. Forelle, Bringt das alles irgendwie Geld? 160, okay, das sind schon mal 10 Schwangerschaftstests. Wie viel bringt das hier? 10? Das ist kein Schwangerschaftstest. Eine Schatzkarte, bringt die was? 80. Okay, wir könnten auch einfach den Schatz suchen. Vielleicht gibt es gar keinen Schatz und die verarschen uns nur. Und hier haben wir noch so Blümchen. 20. Ja. Damit können wir uns fast ein Bett kaufen. Also wieso machst du eine Insta-Story und schreibst dazu, wenn man live geht? Richtig, damit... Okay, ja, das... Es ist schön, sowas kam auch schon vor. Ich wurde tatsächlich auch schon gefragt, als ich geschrieben habe, ey, ich gehe jetzt live. Hey, wann gehst du live? Ich bin gerade live, Bro. Aaron hat kochen gelernt. Aaron ist vielleicht doch nicht so der Komplettversager, den alle immer in ihn sehen. Vielleicht brennt auch einfach gleich die Küche ab. Wir werden es sehen. So, Julia ist jetzt auch nicht so. Ey, sie hat einen Fisch gefangen.
Ja, cool, aber Angespanntheit geht runter, glaube ich, weil das ist ja voll Spaß, sich Fische zu fangen, bestimmt. Habe ich mal gehört. Ist bestimmt nicht so. Ja. Okay, hier wohnen wir schon mal nicht. Das sieht so toll aus für uns. Kannst du heimgehen und kannst pinkeln gehen, bevor du dich wieder bepinkelst. Hier, irgendjemand hat gekocht. Freu dich drüber, nimm's einfach an, bevor es weg ist. So, Aaron ist inspiriert. Vielleicht ist er auch inspiriert, einen Fisch zu fangen, man weiß es nicht. Und ich glaube, er muss ganz dringend pinkeln. Habe ich so gehört. Hier hinten ist eine Toilette, die benutzt du jetzt. Dann suchst du dir da unten so eine schöne Angelstelle und hältst da einmal die Angel ran und hoffst, dass irgendwas anbeißt. Du bist doch fähig, habe ich gehört. Saskia ist hungrig. Hier gibt's Essen. Hier. Makaroni mit Käse. Das können bestimmt kleine Kinder auch essen. Ja, hier. Auf. Ich hoffe, das Kind wird endlich erwachsen. Muss man das nicht andauernd füttern? So. Oh, jetzt hat die auch nur das Waschbecken geschrottet. Das gibt's so nicht. Weißt was? Ist einfach. Ist. So, das Kind kann das schon essen. So, und dann kannst du einfach pennen gehen, habe ich so das Gefühl. So, und das Waschbecken lassen wir uns hier von Aaron reparieren. Der ist so ein Fähiger. So, Julia muss schlafen gehen, die kriegt bald ein Kind, die braucht Ruhe. Hey, wir streamen schon seit einer Stunde, yay! Also Sims, keine Ahnung, dabei vergesse ich immer irgendwie total die Zeit. Das ist bei keinem anderen Spiel so, außer bei Sims. Und bei My Time Report, ja, da ist das auch so schlimm. Und bei Story of Seasons. Weil zum Beispiel letztes Mal bei den Bloons TD 6, das hat schon irgendwie ein bisschen geschlaucht, aber... Ja. Also es kommt immer aufs Spiel an. So, sie ist pennen. Ist ja auch schon 5 Uhr in der Früh, da sollte man irgendwann mal schlafen gehen. Egal wie asozial man ist. Mann, ist es danke, dass ich das gesehen habe. Ist ein lustiges Spiel, also das Vierer jetzt nicht unbedingt. Also ich fand das Zweier fand ich immer noch am besten. Und das Dreier fand ich auch nicht schlecht, aber ich finde das Vierer tatsächlich nicht so gut. Die ganze Nacht, ey, wir haben eine Errungenschaft erreicht. Yay! Ich werde alt. So, wir haben eine Errungenschaft, das ist auch mal cool. Das Kind müsste doch echt fast glücklich sein. Aaron sollte einfach nur mal duschen gehen. Muss der nicht irgendwie in die Schule jetzt gleich? Ich warte darauf, dass einfach alle Kinder pinke Haare haben. Pokémon wird einfach 25 dieses Jahr und Zelda wird 35. Wenn man bedenkt, dass ich jedes einzelne Zelda habe, also wirklich auch die ganzen Spin-offs, ich habe da jeden einzelnen Teil. Das ist schon krass, was man so in 35 Jahren erreichen konnte, auch wenn es in den letzten Zeit echt weniger wird. Ich habe es damals auf den Game Boy gespielt, so lange ist es her. Okay, ja, ist echt lange her. Game Boy war so ungefähr 2000, oder? Also es war so ungefähr GameCube und GameCube war so 2003 ungefähr. Alles lang her. GameCube ist meine absolute Lieblingskonsole und ich habe damals auch immer den Game Boy. Den konnte man ja mit so einem Kabel da anschließen. Das habe ich immer gemacht, um mich bei Harvest Moon zu verbinden. Ah ja, ich habe einen Haufen an Spielen. So, Julia ist am Duschen. Ich glaube, die müsste heute ihr Kind kriegen, oder? Das wird doch jetzt langsam mal Zeit, dass die wirft. Ja, Fragezeichen. Ihr Kind kommt heute. Das heißt, dass es in den nächsten 24 Stunden kommt.
Pokémon habe ich mit 4 gespielt auf dem Gameboy und das war 99 und dann habe ich jede Edition gezockt. Okay, krass. Kultberg Pult. Ebenso wie beispielsweise Sonic oder eben Event Pokémon und Zelda. Und Mario. Ja, und Mario, das stimmt. Mario habe ich auch einen Haufen Spiele. Okay, ja, dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht, bei The Sims 4, der 100 Baby Challenge. Bis dahin, tschüss.